So, willkommen zurück. Hier hatten wir die Mission angefangen und auch gerade direkt verkackt. Das können wir direkt nochmal machen. Diesmal hoffentlich ein bisschen mit mehr Glück oder vielleicht auch ein bisschen mit mehr Verstand. Einfach mal alle auf eine gehen. Und vielleicht auch direkt auf die gehen, die hier die ganzen Ritter angreifen. Na, sehr gut. Ich denke mal, die Ritter helfen uns da später auch wirklich gut. Vor allem da unten. Sie dürfen nur nicht so schnell sterben, weil so viel Schaden mache ich jetzt auch nicht. Ist jetzt. Ist es eine dunkle Brut? Ich hoffe schon. Ja. Ich krieg gerade so ein bisschen aufs Gesicht. Okay, jetzt alle auf den hier. Auch tot, jetzt alle auf den hier. Gehen die gerade wirklich die ganze Zeit alle auf mich? Das nervt mich gerade ein bisschen, ehrlich zu sein. Wie viele kommen hier denn noch, bitteschön? So, ich hoffe mal, okay, da kommen doch noch ein paar. Kann mir keine Barrikade aufstellen, wahrscheinlich nicht. Na los. Hin und AOEs dann hilft in allen Lebenslagen. So, jetzt ist der auch noch tot. So, am besten den ja auch noch. Danach killen wir am besten noch den, der mich gerade verprügelt. So, am besten noch den hier. Hat schon mal immer noch verprügelt. Er ist tot. Diese Soldaten dürfen nicht sterben. Na los. Fast gestorben noch. Oh Gott. Die Monster greifen vom See aus die Barrikaden an. Wir brauchen Hilfe. Ja, schreiben wir ein bisschen an. Los, wir müssen uns beeilen. Okay, sehr gut. Auf jeden Fall haben wir diesmal Ritter auch gerettet. Nicht Klugheit, Willenskraft. Und wir gehen auch direkt hier unten dann auf. Wo waren das jetzt? Siegel der Lähmung? Nee, nee, nee. Und zwar hier Kraftfeld ist auch nicht schlecht. Da kann man jemanden einfach mal immun machen gegen jeglichen Schaden. Wann eine Bombe? Zaubern-Initiative? Okay, nee, nee, nee. Wenn dann schon wirklich hier ein bisschen Heal, kann nicht schaden. Kann ich die irgendwie nicht mitnehmen? Zeigt ihnen die Stärke der Ritter Radcliffs. Da lauern sicher noch mehr. Ihr sollt mitkommen. Das ist euer Problem, Leute. Drücken sich da vor der Verantwortung. Was ist denn das? Ach, ich laufe gerade mit Alistair. Na los, mitkommen. Auch hier direkt reingehen und alle Ritter versuchen zu retten, wie wir können. Na
Machen wir es direkt mal den hier. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Na los, alle töten. Auch tot. Auch tot. So. Da Morgan fast stirbt. Und Leana kriegt gerade ein bisschen ins Gesicht, scheinbar. Aber es ist auch kein Problem. Wieso kriegt eigentlich Liliana die ganze Zeit irgendwo Schläge? Okay, sie kämpft gerade alleine gegen einen. Ist auch okay. Helft mal der hier. Dem Typen hier. Na los, alle betäubt. Okay, dann erstmal die hier. Dann direkt mal einen Lyrium-Trank reinhauen, dass wir direkt wieder Mana wieder kriegen. Denn ich bin hier auch gerade am Sterben, sehe ich gerade. Ist alles kein Problem. Habe ja extra ein Heal geskillt dafür. Für diese Situation. Und langsam sollte auch mal die hier sterben. Ohne die Schaden, der da einfach kommt. Erstmal den hier. Ich denke mal, wir können ja jeden gebrauchen, jeden einzelnen Mann. Okay, ich habe auch gerade wieder kein Mana mehr, sehe ich gerade. Ich hoffe, die hauen gerade nicht irgendwie eine Okay, da. Lauf den hier. Dann noch ein bisschen HP, ja, hat er. Sehr gut, dann in der Zeit werden die ganzen anderen noch ein bisschen kämpfen. Guck ich mal mit Lyrium-Trank und heil direkt mal. Kann ich auch den hier heilen? Okay, sehr gut, kann ich. Lilianas Level up, sehr gut. Diesmal auch mitten im Kampf. Wieder mich heilen. Okay, jetzt haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel am Leben. Das ist derzeit nicht, da kommen wir gerade noch ein paar. Okay, Thomas stirbt gerade, sehe ich gerade. Da haben wir noch direkt mal Lyrium-Trank rein und heilen den guten Jungen. Und dann die ganzen Typen für ihn. Aber wir gehen erstmal alle auf den hier. Okay, weil die sind echt hilfreich, die ganzen Männer, sehe ich gerade. Hätte ich vielleicht früher schützen sollen. Wo ist denn Thomas hier? Thomas? Okay, bevor der hier stirbt. Okay, ich glaube, es sind jetzt bald alle. Okay, der eine Miliztyp ist jetzt gestorben. Das ist nicht ganz so geil. Okay, bevor ich aber hier
den letzten Typen von alleine kille. Das machen jetzt meine Kumpanen da oben, loote ich schon mal, weil ich habe Angst, dass ich die vielleicht jetzt gleich nicht mehr looten kann. Ich verstehe. Kann ja alles sein. Inventar voll, okay, das ist nicht so geil. Scheint alles Standardzeug zu sein. Ja. Okay, kommt runter. Achso. Ach, Gott sei Dank, ich hab's endlich geschafft. Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt. Der Sieg ist unser. Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden, ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir. Danke, guter Herr. Der Erbauer hat auf uns herabgelächelt, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt hat. Es gibt noch viel zu tun, Ben Tegan. Aber trotzdem verdienen diese Menschen doch eine kleine Feier. Noch ist Zeit dafür. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Radcliffe lassen mussten. Murdoch von Radcliffe, Bürgermeister und geliebter Vater, wir ehren euch. Ihr und so viele, die hier ihr Leben lassen mussten, geht mit ihm, eurem Erbauer. Möge der Frieden seiner Liebe euch lange begleiten. Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr. Trefft mich bei der Mühle, dort können wir weiterreden. Ah, eine neue Quest. Uns soll jetzt ab in die Mühle gehen. Besser gesagt, eigentlich sollen wir ins Schloss. Aber wir haben ja noch relativ viel gefunden gerade eben. Ich hab's genau gewusst, dass wir dann nichts mehr aufsammeln können. Okay, sie kriegt in dem Fall Geschick... Na, ja, Klugheit. Weil ich glaube danach kann sie... Genau, nämlich... obwohl, nee. Hätte schon früher gekonnt, aber... In dem Fall... Stehlen... Schlösser knacken? Wo Schlösser knacken? Keine Ahnung. Egal, dann kriegt sie das hier. Ach, hier unten, genau. 18 Klugheit hat's gebraucht, genau. Okay, kriegt sie das. Und die ganzen Items. Waren das irgendwie gute Items? Ja, scheinbar alles nur so Durchschnitt-Crap, den keiner braucht. Ja, das ist... Alles jetzt nicht so gut, das Gear. Ich meine, ich könnte jetzt eigentlich schnell kurz auf Stan wechseln und ihm... Da wenigstens so ein bisschen was reindrücken, weil ich denke mal. Obwohl. Der hat ja schon. Der hat ja schon. Ich habe ja gerade ein paar Sachen gefunden gehabt letztes Mal. Dann gehe ich jetzt erstmal schnell zum Schmied und werde dort die ganzen Sachen loswerden. Schön, euch unbeschadet zu sehen. Wisst ihr etwas Neues von Velena? Nun, ich werde Ich will nur verkaufen. Bequatsch mich nicht, alter Mann. Okay, es war vielleicht nicht ganz so viel Gold, was ich hier rausholen konnte. Obwohl doch, das ist schon ordentlich Geld. Die ganzen Soldaten sterben zu lassen, war doch eine gute Idee. So, okay, hat er auf jeden Fall nichts mehr drin. Ja, genau. Gut, dann geht's ja auch gleich wieder raus. Und diesmal ab ins Schloss, also diesmal wirklich ins Schloss. Ich konnte ja nicht wissen, dass man... Okay, ich konnte es wissen, aber... Schon lange her, dass ich das Spiel mal hier gespielt habe. Hatte ich jetzt eigentlich noch eine andere Quest hier offen? Nee, Gott sei Dank. Ich bin sogar bald Level up. Wohin jetzt? Alistair auch? Ich bin bereit. Sehr gut. Ich konnte glaube ich auch irgendeine Fähigkeit bald erwerben. Mit gewisser Klugheit. Bin mir nicht ganz sicher. Überreden? 12 Klugheit. Ja, genau, Klugheit, verbesserte Manipulation. Die könnte ich auch gebrauchen. Die war ja auch bisher sonst immer hilfreich, die Manipulation selbst. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war,
ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Warum sagt ihr das nicht früher? Ihr wärt dann ins Schloss gegangen, anstatt im Dorf zu bleiben, und wir brauchten Krieger. Es tut mir leid, wenn ich... beim Atem des Erbauers. Tegan, dem Erbauer sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst? Wie bist du... Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Bälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Vorsicht, es könnte ein Hinterhalt sein. Was? Wer ist dieser Mann, Tegan? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde. Alistair? Bei allen... Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan, im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Und außerdem wird Connor wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und dann müssen wir schnell entscheiden, wie wir vorgehen. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück, Isolde. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Dann besteht wohl keine Wahl. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen fertig werde. Aber ihr habt euch als wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Wir müssen kurz etwas besprechen, bevor ich mit dir ins Schloss zurückkehre. Bitte mach schnell. Ich warte bei der Brücke. Hier mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss ablenken. Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Gut, so ist es mir eigentlich auch lieber. Es ist besser so. Ich würde lieber mit euch hineingehen, aber ich habe bei der Sache keine Wahl. Sir Perth und seine Männer können am Schlosseingang nach Gefahren Ausschau halten. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt wohl niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist Eamon. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Das glaube ich nicht. Ich werde euch alle retten. Versprochen. Ihr seid ein guter Mann. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Wir lassen ihn einfach mit dieser Frau gehen? Ist das nicht zu gefährlich? Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Und viel Glück. Immerhin ist er nicht dagegen, witzigerweise. Okay, rein da. Und... Ach hier, genau. Da wollten wir nicht letztes Mal schon rein. Jetzt können wir auch rein. Sehr gut. Oh, endlich sind wir mal im Schloss. Endlich, hat ja lange genug gedauert. Seid vorsichtig! Diese Kreaturen sind unberechenbar! Naja. Jetzt findest du dein Ende. Eine Zeit von Fortschritt! Nein! Du zuerst! Alter Bursch! Alle kaputt machen. Wieder sind wir siegreich! So. Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand?
Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Möglich. Und wer seid ihr? Ich heiße Jawin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt hat. Und dann kam ich in diesen Kerker. Warum? Was habt ihr getan? Das wisst ihr nicht? Ich dachte, jeder wüsste das. Ich habe Arl Eamon vergiftet. Was? Und es gibt ihr zu? Ich bin nicht stolz drauf. Die Alessa wusste nicht, was ich tun sollte, als sie mich als Hauslehrer für Connor geholt hat. Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aal. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Radcliffe zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Warum habt ihr Aal Eamon vergiftet? Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Arl Eamon sei eine Bedrohung für Ferelden. Und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker, ein Blutmagier. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Hat euch Taryn Loghain selbst angeheuert? Ja, als mich die Templer gefangen hatten, brachten sie mich nach Dannerim, wo ich hingerichtet werden sollte. Dann besuchte mich ein einzelner Mann. Es war der Taryn. Ich hatte schon Gemälde von ihm gesehen. Ich dachte, ich würde hingerichtet, aber er sagte, ich könnte mein Verbrechen sühnen und dem Land dienlich sein. Warum genau ist Arl Eamon eine Bedrohung? Er sagte nur, dass Arl Eamon eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taryn Loghain nicht glauben? Warum braucht die Alessa für ihren Sohn einen Magier als Hauslehrer? Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magie brächte ihn zur Ausbildung weg. Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Ah, jetzt verstehe ich. Es sollte nie so enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Hey, hey, er ist immerhin ein Blutmagier. Ihr könnt nicht einfach einen Blutmagier freilassen. Also lieber umbringen, ihn für seine Entscheidungen bestrafen? Spricht da Alistair oder der Templer? Der gesunde Menschenverstand. Wir kennen noch nicht mal die ganze Geschichte. Er möchte sühnen. Verdient diese Chance etwa nicht jeder? Ihr meint wohl so wie ihr? Vor dem Erbauer hat jeder eine Chance zur Sühne verdient. Dieser Mann nicht weniger als jeder andere. Ich weiß nicht. Er ist ein Blutmagier, aber die Situation ist ungewöhnlich. Gebt mir bitte eine Chance. Ich lasse euch aus der Zelle, also keine Mätzchen. Ihr lasst mich raus. Und dann? Ihr werdet mit mir kommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich möchte helfen, aber ich bin nicht sicher, ob ich euch in eine derartige Gefahr folgen will. Dann helft mir. Macht es bitte nicht noch schlimmer. Das werde ich nicht, versprochen. Ich werde einen Weg finden, das zu bereinigen. Sehr gut. Morrigan stimmt zu und Liliana stimmt zu. Das ist schon mal sehr gut, weil Morrigan zustimmt. Wie viele Punkte denn? Doch, wir sind schon ordentlich. Plus 62. Das ist doch schon nicht schlecht.
Und bevor wir jetzt auch weitergehen im Schloss und hier, ja, und uns durchkämpfen mit dem zusätzlichen Anhängsel dabei, Selbstverständlich. werden wir hier mal ganz kurz einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao!